hier in diesem Altbau ist das Dach überhaupt nicht gedämmt und deswegen werden wir uns heute darum kümmern. Diese Wand hier hinter mir soll verputzt werden und zwar ohne diese Alu-Schnellputzleisten aus dem Baumarkt, die ihr wahrscheinlich alle kennt. In diesem Video werden nun Wände gesetzt, denn ich möchte diesen großen Raum weiter unterteilen. Ich stehe mitten in der Dusche und damit das Wasser später nicht rausspritzt, brauchen wir noch eine Duschtrennwand. Eine Wand glatt spachteln, so dass man sie nachher einfach nur noch streichen muss. Wir werden den neuen Boden ausnivellieren, werden versteifen, die Schwingung rausnehmen und den neuen Bodenbelag aufbringen. Doch wofür sind die ganzen Dinger überhaupt und wo sind die Unterschiede? Und wieso komme ich mit meinem kleinen Akkuschrauber bei einer Kernsanierung oder dem Hausbau nicht wirklich weit? Wir werden die Sparren aufdoppeln, wir werden eine Zwischensparrendämmung anbringen und wir werden eine Dampfsperre einbringen. Ihr findet auch, Tapeten abkratzen ist total ätzend, zeitaufwendig und eigentlich voll die Sträflingsarbeit. Die Rede ist von Akustik-Wandpaneelen. Ihr könnt sie hier schon im Hintergrund sehen. Ein Waschbecken einbauen im Altbau. In diesem Video geht es dem Fußboden der ersten Etage an den Kragen. Im heutigen Video darf ich eine Spachteltechnik ausprobieren, die ich selber schon seit Jahren im Auge habe. Wenn du das und viele weitere Themen rund um den Bereich DIY im Hausbau, Sanierung nicht verpassen möchtest, dann besuch mich hier auf Instagram oder auf meinem YouTube-Kanal. Selbstgemacht, aber wie.